Moin, was geht, Exo hier? Heute habe ich für euch die Cooper-Klasse. Die beste, die man momentan spielen kann. Die hat einen guten Recoil. Die kann ich wirklich für jeden Spielertypen wärmstens ans Herz legen. Und sie bietet sogar noch einigermaßen gute FFAR-Vibes, weil das Ganze ist nämlich ein Sturmgewehr. Und wir spielen die wie folgt. Recoil Booster, um den maximalen Damage rauszuholen, beziehungsweise die maximale Feuerrate, da sie als SMG sehr schnell schießen muss. Was man dann natürlich bei dem Umbau von einer AR zu einer SMG beachten muss, dass die Schussrate stimmen muss, die Bullet Velocity ist erstmal zu vernachlässigen, ARs haben allgemein eher eine bessere Bullet Velocity, aber Schussrate, Damage, das muss stimmen, Mobility sowieso, Aim Down Sight Speed, alles muss stimmen. Dann haben wir hier beim Lauf, haben wir auch wieder erhöhte Feuerrate, nehmen wir mit dem Cooper Custom, weil der bietet auch nochmal eine bessere Rückstoßkontrolle, da der Gracie zum Beispiel eher sehr hohen Rückstoß verursacht. Und ich spiele die ja in der Kombination mit der Bren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man kann dazu auch eine MP40 spielen, aber die Cooper eignet sich mehr für Waffen wie beispielsweise die Bren oder eine Sniper oder eine andere schwergängige Waffe wie zum Beispiel die Bar, dass du halt ab Midrange bis Close Range die Cooper ziehst und danach ziehst du halt die Bren. Dafür ist sie echt perfekt ausgelegt, dass man nicht eine MP40 hat, weil die Bren ist beispielsweise sehr schwergängig, aber auch die Bar macht auf Mid bis Close Range halt überhaupt gar keinen Sinn zu spielen. Deswegen kann man viel früher die Cooper picken als beispielsweise eine MP40, eine PPSA oder eine sonstige Waffe. Die Optik ist wie immer eine Geschmackssache. Ich bevorzuge den Removed Stock, um mehr Movement Speed zu haben, Sprint to Fire Speed und so weiter und so fort. Was ich eben schon erklärt habe, Aim Down Sight Speed, das ist das Essentielle, was man beim Sturmgewehr zu der MP beachten muss. Dann empfehle ich euch den Kava Foregrip. Der bietet eine sehr gute Rückstoßkontrolle, Hipfire macht da auch nochmal gut, was für eine SMG auch sehr hilfreich sein kann, vor allem wenn man da pushen ist, schön im Close-Range-Bereich hipfeiern, sehr nice Sache und ich empfehle euch wärmstens die 60 Schuss. Wenn man Solo spielt, kann man natürlich auch auf ein Mech umsteigen, was vielleicht potenziell besseren Schaden hat, aber ich beispielsweise spiele am meisten ab 2 Player plus, meistens 3er, 4er und da macht ein 60 Schuss schon mit am meisten Sinn. Als Munitionstyp nehmen wir die Brandmunition mit. Warum nehmen wir die Brandmunition mit? Ist eigentlich ziemlich selbstverständlich. Die Bullet Velocity geht runter, wie eben schon erklärt. Eine Bullet Velocity ist zu vernachlässigen bei einer MP, weil auf Range die Schüsse connecten. Man kann damit sehr gut, wirklich sehr, sehr gut aus der Luft die Leute da weglasern mit. Das ist auf jeden Fall möglich mit dieser Waffe. Die ist geisteskrank. Aber wir verwenden sie ja zum Nahkampf. Und da können wir Bullet Velocity komplett vernachlässigen. Genauso wie Damage Range. Wegen diesem Damage Drop-Off, der dann nach ein paar Meter einsetzt. Das können wir also komplett vernachlässigen. Und dann nehme ich doch lieber eine schöne Brandmuni mit und lasse sie nochmal ein bisschen fackeln. Als Rare Grip empfehle ich euch den zweiten. Das ist der Robber. Den habt ihr auch schnell frei. Den empfehle ich euch nochmal für die Rückstoßkontrolle, damit er halt, wie gesagt, auch im Midrange-Bereich, weil ich habe ja die schwergängige Bren dabei, dass ich damit nochmal schön lasern kann. Als Perk 1 selbstverständlich vital. Erhöht den Headshot-Bereich. Die Hitbox auf jeden Fall mitnehmen. Wenn man es schon als AR hat, dann kann man es auch mitnehmen, wenn man die als SMG verwendet. Bei Perk 2, wie immer, nimmt mit, was er wollt, wenn er das irgendwie das Gefühl habt, ihr findet zu wenig Munition oder sonstiges oder ihr wollt eine Gulag-Klasse machen, dann nehmt Fully Loaded mit. Aber ich persönlich nehme immer On Hand mit, um halt schneller eine Betäubungsgranate oder eine Semtex oder sonstiges zu werfen. Finde ich auf jeden Fall viel, viel besser. Aber wie gesagt, Fully Loaded allgemein, Perk 2, da ist nicht wirklich was dabei. Außer wenn man die leveln will, dann nimmt er das eben mit, um halt mehr XP zu haben, wenn ihr die Waffe levelt. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, das war's auch schon mit der Klasse. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Probiert sie auf jeden Fall aus. Sie wurde jetzt gerade nochmal genervt, falls die Frage aufkommt. Dieses Video, dieses Gameplay ist nach dem Patch aufgenommen worden. Also sie haut immer noch so heftig rein wie vorher. Die haben da auch nichts verändert. Ich glaube, die haben den Schaden von 25 auf 24 gesetzt. Und sollte ja jedem klar sein, das ist nicht die Welt. Das verändert nicht die ganze Waffe. Auf jeden Fall viel Spaß mit der Klasse, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Klasse findet, ob ihr es mehr bevorzugt, einen Sturmgewehr-Umbau als MP zu verwenden, ob ihr sowas mehr mögt oder ob das ganz schnell gefixt werden muss, beziehungsweise mehr gebalanceter sein muss, dass man ruhig als Close-Range-Waffe eine MP verwendet. Ich fand diese AR als Zweitwaffen-Meters immer geil, besonders die FFAR und jetzt haben wir sie wieder mit der Cooper. Schreibt wie gesagt gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt und viel Spaß mit dem Gameplay. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.
fehlt noch. Ist der hier auch? Oder ist der woanders? Wieso laufen die denn alle split rum? Verstehe ich nicht. Auf einmal alles Pro-Gamer geworden oder was? Schnell Platten rein. Der dritte von denen ist oben. Ich glaube, der ist gerade beschäftigt. Jetzt habe ich den Kill nicht bekommen. Unlucky. Junge, willst du mich verarschen? Nimm doch die Waffe auf. Hat er den jetzt gefinisht? Was denn für ein Schmutz? Ach, ich dachte, ich habe ihn geholt mit der Blendgranate. Wo ist der Bastard denn? Geh mal von der Seite ran. Dann geben wir die, dass mir irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo der Sniper geschossen hat, vom Turm oder aus dieser Erhöhung da, wo die Seilrutsche. Ich hab keine Ahnung. Wäre geil, wenn er da pieken würde. Warum das denn, ey? Leck mich doch. Also wenn ich hier jetzt wieder Hits abkriege, dann wäre richtig frech. Ist nicht mal tot gegangen, die Drecksau. Was ist das denn? Haben wir genug Platten hier? Munikiste brauche ich unbedingt für Blendgranaten, Betäubungsgranaten. Weil ohne hat man hier schlechte Karten gegen Dreier-Teams. Auch wenn sie genervt wurden. Nein, och, wie unlucky, Mann. Scheiße. Ach, das waren sogar noch zwei. Ja, das hätte ich eh nicht geschafft mit denen. Mit den Low HP. Aber unser Typ, also unser Mate, macht da eigentlich ziemlich gute Arbeit mit seiner Sniper. Aber das war jetzt. Na, ach. Oh, wieso lobe ich den denn? Alter, bin ich dumm im Kopf oder was? Oh, Mann, Bruder, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kannst doch nicht nachladen und dann mitten da reinlaufen. Ach, Bruder, Mann.